Ja, hallo, liebe Zuschauer, seid gesegnet. Ja, auch heute wieder ein Wächterdienst gemäß Hesekiel 33, der Watchman. Ja, er warnt das Volk vor den Dingen, die da kommen. Und ja, so wie es aussieht, sind wir nicht mehr weit entfernt. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Zuvor allerdings wird es eine 7-jährige Drangsal geben. In dieser Drangsal wird der Antichrist auftauchen und auch es diese Drangsal beherrschen. Und es wird so eine Drangsal sein, wie es noch nie zuvor gewesen ist, und so wird es auch nie wieder danach sein. So hat es uns Jesus Christus verheißen. Was sind aber jetzt die Zeichen seiner Wiederkunft? Und ja, wie immer schauen wir uns das erstmal wieder an, weil es aktuelle Ereignisse gibt. Und ja, wir schauen einfach in Matthäus 24, wie so oft. Und da schauen wir einfach. Die Überschrift hier bei Schlachter 2000, die Überschriften gehören eigentlich nicht zur Bibel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist immer ein Hinweis. Und Schlachter 2000 hat hier diese Überschrift gewählt: die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg, Kapitel 24 bis 25. Ja. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Genau. Ja, dieses ist schon geschehen, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. 70 nach Christus haben die römischen Besatzer alles abgerissen. Der ganze Tempel wurde abgerissen und ja, große Teile Jerusalems wurden zerstört. Ja, bis ins Jahr 1948 dort, ja, die Juden wurden vertrieben, das Volk Israel wurde vertrieben unter die Heiden, so ist es auch schon angekündigt worden in den großen Propheten Jesaja, Jeremia. Ja, und nach fast 2000 Jahren, im Jahre 1948, wurde der Staat Israel erstmals danach wieder ausgerufen. Ja, und seitdem ist es halt so, dass viele, viele Juden zurückkommen aus den Heiden, um dieses wieder aufzubauen. Und wir werden sehen, dass das eben ganz, ganz wichtig ist für diese Prophetie, dass Israel wieder da ist. Weiter geht's. Verführung und Nöte in der Endzeit, hier als Überschrift. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Dazu muss ich sagen, es gibt ja viele Christusse im New Age. Ja, viele sagen: Ja, ich habe die Christuskraft, ja, und maßen sich dann an, irgendwie, ja, man sagt, dass Christus oder dass Jesus ein aufgestiegener Meister sei und ja, dass er Geheimwissen hat und dass er eben besondere Fähigkeiten hat und die kann man eben erlangen, heißt es im New Age. Ja, und dann sagt man, man hat die Christuskraft und sagt vielleicht, dass man es selber ist oder die Kraft zumindest hat. Ja, diese Dinge hier sehen wir jetzt schon auch. Ja. Ich bin der Christus, sagen sie. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Erdbeben und Vulkanausbrüche haben wir auch schon gehäuft. Ja, und die Kriege und die Kriegsgerüchte,
Ja, wir werden also hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ja, und das sehen wir zurzeit und massiv hier in Europa und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und zwar haben wir hier das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Hier das Schwarze Meer, hier ist die Krim, das von Russland ja inzwischen seit 2014 beansprucht wird von der Ukraine. Hier ist das Asowsche Meer, hier ist die Ukraine und hier ist eben Russland. Ja, die Krim hier selber, wie gesagt, ist in russischer Hand wieder seit 2014 und ja, die Ukraine hat sich eben selbstständig gemacht. Ja, hier heißt es, Russland sperrt weite Gebiete des Schwarzen Meeres und fast das gesamte Asowsche Meer für Übungen mit ballistischen Raketen. NATOs für das Schwarze Meer und das Asowsche Meer ausgestellt. NATOs heißt, dass die Luftüberwachung benachrichtigt wurde, dass diese Gebiete gesperrt sind für den Luftverkehr, weil hier eben militärische Übungen stattfinden. Ja, und das ist hier von den Russen eben erklärt worden für diese Gebiete, ja, sodass die zivile Luftfahrt eben diese Gebiete meidet. Ja, NATOs für das Schwarze Meer und das Asowsche Meer ist ausgestellt von Russland. So, dann steht da weiterhin bemerkenswerte Abfolge von Ereignissen. Russlands amphibische Angriffsschiffe werden sehr bald in der Krim eintreffen. NATOs für weitere Gebiete des Schwarzen Meeres, Asowsches Meer vom 13. bis 19. Februar. Also für die nahe Zukunft. Ja. Weitere Übungen. Gemeinsame belarussische und russische Übungen enden am 20. Februar. Die Olympischen Winterspiele in China enden am 20. Februar. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und es gibt keine russische Delegation bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 18. bis 20. Februar stattfindet. Ja, 20. Februar ist hier ganz offensichtlich ein sehr wichtiges Datum. Ja. Und die amphibischen Angriffsschiffe werden sehr bald in der Krim eintreffen. Das sind hier Nachrichten, die ich bei Telegram gesammelt habe. Und dann habe ich ein Video. Und zwar, schauen wir mal, von RT ist das, von Russia Today. Und die Meldung dazu lautet: Weitere US-Militärsendung trifft in Kiew als Teil eines 200 Millionen Dollar Pakets zur Sicherheitshilfe aus Washington ein. Die 130 Tonnen schwere Lieferung umfasst Speere, Granaten und andere Munition. Ja, Speere ist wahrscheinlich falsch übersetzt. Also man kann das hier sehen. In der Ukraine trifft eben US-Militärhilfe ein. Soweit dazu. So, und dann haben wir hier BBC News. Hier heißt es: Spannungen in der Ukraine. US warnt, russische Invasion könnte jeden Tag beginnen. Diese Meldung ist von, na, ja, von gestern oder heute. Hier heißt es, Russland ist in der Lage, eine größere Militäraktion durchzuführen, so der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. Russland könnte jederzeit in die Ukraine einmarschieren und amerikanische Bürger sollten das Land sofort verlassen, so die Warnung der USA. Eine Invasion könnte mit Luftangriffen beginnen, die die Ausreise erschweren und die Zivilbevölkerung gefährden würden, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Moskau hat wiederholt jegliche Pläne für eine Invasion der Ukraine bestritten, obwohl es mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der Grenze stationiert hat.
Ja, so heißt es hier. Die Kriegsgerüchte gehen weiter. Dann steht hier auf der Seite Israel 365 News. Dort steht, Russland droht mit Atomkrieg. Und ja, hier steht Hesekiel 38,2. Ganz interessant. Ja, das ist der Gog-Magog-Krieg. Das wurde hier zitiert. Ja, das ist eben eine Webseite eben auch mit religiösem Hintergrund, ja, für die Juden. Und Hesekiel 38,2. Ja, hier gilt es eben der Gog, der ja, vermeintliche Putin hier vom Land Magog, Russland, ja, wird sich erheben mit Meschech und Tubal und ja, wird sich dann gegen Israel richten später. So, hier heißt es, während 135.000 russische Soldaten mit Panzern und Alliierten an der ukrainischen Grenze bereitstehen, droht der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen. Nach einem Telefongespräch zwischen Putin und dem britischen Premierminister Boris Johnson am Montag erklärte der stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkov, entschuldigt bitte, gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, Russland werde militärisch antworten, wenn die Nordatlantik-Vertragsorganisation NATO der Ukraine weiterhin militärische Hilfe zukommen lasse. Haben wir ja gerade gesehen, sie kommt, ja, die NATO leistet weiter Hilfe mit Gegenständen. Ein Mangel an Fortschritten auf dem Weg zu einer politischen, diplomatischen Lösung würde bedeuten, dass unsere Antwort militärisch und militärtechnisch sein wird, sagte er und fügte hinzu, dass Russland in einer solchen Situation Waffen einsetzen würde, die zuvor durch die INF-Vertrag Intermediate Range Nuclear Forces verboten waren. Also es geht hier um einen Nuklearvertrag. Der 1987 unterzeichnete Vertrag zwischen der Sowjetunion und den USA verbietet allen landgestützten ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Raketenwerfer mit einer Reichweite von 310 bis 620 Meilen, kurz mit und mittlere Reichweite. Der Vertrag ist 2019 ausgelaufen, aber keine der beiden Seiten hat etwas unternommen, um gegen das Abkommen zu verstoßen. Ja, also ein Nuklearabkommen ist ausgelaufen, 2019 und ja, man befürchtet hier eben, diese Zeitung befürchtet eben hier einen möglichen Nuklearschlag Russlands. Halte ich erstmal im Moment jedenfalls bis ans Ende der Trübsal, glaube ich, nicht daran. Aber wir gehen weiter. Hier haben wir eine Meldung. Hier heißt es, und das ist New York Post, das ist ein Weltkrieg. Biden will keine Truppen schicken, um die Amerikaner aus der Ukraine zu holen. Also Biden will keine Truppen schicken, um Amerikaner aus der Ukraine zu holen. Präsident Biden sagte am Donnerstag, er werde keine US-Truppen in die Ukraine schicken, um Amerikaner zu evakuieren, falls Russland dort einmarschiert. Er sagt, die Aktion könnte einen Weltkrieg auslösen und die Dinge könnten schnell verrückt werden. Auf die Frage in seinem ersten Fernsehinterview des Jahres 2022, ob es ein Szenario gäbe, das ihn dazu veranlassen würde, US-Truppen zu entsenden, um eingeschlossene Amerikaner zu helfen, antwortete Biden dem NBC-Nachrichtensprecher Lester Holt, das gibt es nicht. Das wäre ein Weltkrieg, wenn die Amerikaner und die Russen anfangen, aufeinander zu schießen. Amerikanische Bürger sollten jetzt gehen, sagte Biden in einem am Donnerstagnachmittag aufgezeichneten Interview zu
Holt, es ist nicht so, dass wir es mit einer terroristischen Organisation zu tun haben, sagte Biden. Wir haben es mit einer der größten Armeen der Welt zu tun. Das ist eine ganz andere Situation und die Dinge könnten schnell verrückt werden. So ist das. Ja. Verrückt wie er. Ja, also das will er wohl nicht wagen, hier ein Weltkrieg. Das wird sich dann also wirklich erstmal auf Europa. Ja, man schickt da jetzt die Deutschen vor mit der bunten Wehr. Ja, und dann wird das wahrscheinlich erstmal ein europäischer Krieg werden. Schauen wir mal. So, auch hier in Deutschland gibt es einen Aufruf. Bundesregierung fordert Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf. Auch das, die Meldung ist von heute. 12. Februar, 12:11 Uhr. Ja, also auch. Die Bundesregierung fordert Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf. Ja. Also es wird wohl doch etwas brenzlicher hier. So, und dann haben wir hier weitere Nachrichten, und zwar US-Kampfjets landen in Polen. Ja, US-Kampfjets vom Typ F-15 sind in Polen gelandet, da Amerika und seine NATO-Verbündeten versuchen, die Verteidigung entlang der Ostflanke des Bündnisses im Vorfeld eines möglichen militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu stärken. Ja, US Air Force F-15 Kampfjets sind in Lask gelandet, um zur NATO Air Policing Mission an der Ostflanke des Bündnisses beizutragen, teilte Polens Delegation bei der NATO auf Twitter mit. Ja, also auch hier geht es weiter. Polen, NATO, ja, und wenn wir hier reinschauen bei YouTube und ja, schauen einfach mal weitere US-Militärsendungen, dann sehen wir verschiedene Sendungen hier. Zum Beispiel bei der Tagesschau, ja, diese Frau hier, diese Weltinnenministerin, wie sie sich selber nennt, ja, die, ja, BRD-Außenministerin, die nicht unbedingt jeden deutschen Satz zusammenbekommt. Ja, verhält sich so ein bisschen gerade wie ein Elefant im Porzellanladen, aber das ist ihr sicherlich durch Klaus Schwab auch so vorgegeben. Ja, wir denken ans Weltwirtschaftsforum, ne? Ein Zögling, Global Young Leader. Ja, weiter geht's. Weitere Meldungen. CIA rechnet mit russischem Angriff sogar am Mittwoch. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also, es ist teilweise schon so, dass man ja für nächste Woche das ansetzt. Ne? Und wir haben ja vorhin gesagt, 20. Februar, seltsame Termine da häufen sich. Gut. Dann habe ich einen Hinweis bekommen von einem lieben Kollegen, der Wilfried, und der hat mich nochmal erinnert an den Kaukasuskrieg 2008. So, das war 2008, da hat es hier auch am Schwarzen Meer hat es einen Konflikt gegeben zwischen Russland, ja, und dem, ja, Georgien oder Teile von Georgien. Und das ist hier auch vom Westen initiiert worden. Das Schwarze Meer, ja, dadurch, dass es so ein Binnenmeer ist, ja, oder so ein abgeschottetes Meer, gibt es dort Spezialverträge, dass eben ja, die NATO dort nicht so viele Schiffe stationieren darf. Aber hier ist eben, ja, der Westen hat große Einflussnahme genommen hier in Georgien, um eben weiterhin Russland einzukreisen. Und da gab es eben ja, einen kleinen Krieg sozusagen 2008. Moment. Ja, und interessanterweise begann das, diese Auseinandersetzung begann. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen begannen zu den Olympischen Spielen. Und zwar in Peking. Ja, 2008. Ich schau mal hier, das muss
gewesen sein. Na. Ah, das muss im Frühjahr gewesen sein. Also wie gesagt, das war hier am 1. März wurde der russische General zum Verteidigungsminister aus Ossetien ernannt. März, also es war hier auch im Frühjahr 2008. Ne? Das können wir uns schon mal anschauen. Ja, und genau, was war da? Olympische Sommerspiele in Beijing. Ja, und ja, das war sehr interessant, dass genau zu diesen Olympischen Spielen, ja, wo sich ja auch häufig die, ja, die Präsidenten der Welt hier treffen, die Obersten der Welt, zu den Eröffnungsspielen und so weiter. Ja, da hat das eben stattgefunden. Ja. Ja, also die Olympischen Spiele, ja, und jetzt sind die Olympischen Winterspiele wiederum auch in Peking und ja, soll es innerhalb dieses, ja, dieser Olympiade, gibt es dort wieder einen Krieg mit Russland? Fragezeichen. Ja, hier schauen wir noch mal rein in eine Chronik genau dieses Krieges, 18. bis 20. Februar. Okay. 2008. Nee, Entschuldigung, das ist schon 2014. Wir sind schon bei der Übernahme der Ukraine. Und zwar 2014 hat sich ja die Ukraine ja durch eine Revolution, sage ich jetzt mal, auf dem Maidanplatz in Kiew ja auf die Seite des Westens geschlagen, hat sich gelöst von Russland. Und das war eben auch im Frühjahr. Ja, 2014 und ja, schauen wir hier 18. bis 20. Februar. Ja, da haben wir es wieder. Sicherheitskräfte schießen mit scharfer Munition auf die Demonstranten und 100 Personen werden getötet, knapp 1000 verletzt. Das war ja diese Revolution auf dem Maidanplatz, diese blutige Revolution. Und was war da? Dreimal dürfen wir raten. Da waren Olympische Winterspiele 2014 in auch noch Russland, Sotschi. Ja, auch hier 7. bis 23. Februar, auch in diesem Frühjahrsbereich, ne? Immer im Februar, sehr interessant. Ja. Und dann schauen wir noch hier auf die Olympischen Winterspiele 2022 Beijing. Vom 4. bis zum 20. Februar 2022. Ja, interessante Zusammenhänge, Zufälle, nicht wahr? Und ja, letztendlich geht alles, was der Satan hier ausheckt, natürlich über den Schreibtisch Gottes, ganz klar. Aber er hat uns eben vorgewarnt, ja, was geschehen wird. Und ja, für alle, die noch nicht bei Jesus Christus sind, möchte ich jetzt dringend empfehlen, übergebt euer Leben Jesus Christus, weil es gibt keine andere Schrift auf der Welt, kein anderes Religionsbuch, was dermaßen die Dinge prophezeit hat, wie sie dann auch eingetreten sind. Und der Rest, der noch prophezeit wird, in der Offenbarung, aber auch im Alten Testament, diese Dinge, ah, zum Beispiel hier Sacharja 14, ja, wo wirklich am Ende dieser Weltzeit, wie es heißt, wenn Jesus wiederkehrt, es wird sich dann um Jerusalem handeln. Ja. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, Gott hat uns verheißen, aus dieser Drangsal zu bewahren. Und ich möchte euch wirklich bitten, falls ihr euer Leben noch nicht Jesus Christus übergeben habt, ja, ihr seid gerettet zum ewigen Leben. Es ist ein Geschenk. Ja, aus Gnade seid ihr errettet. Denn es heißt hier in Römer 10, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst
und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Er ist gestorben für deine Sünden, für meine Sünden, für deine Sünden. Und dann kommen die Werke automatisch. Wir sind nicht errettet durch Werke, nicht durch Karmaabbau oder was es heutzutage alles gibt im New Age. Das sind die Konzepte der Schlange, so wie es am Anfang war, wo die Schlange in den Garten kam und Eva und Adam eben erzählt hat, ihr braucht Gott nicht, ihr könnt das selber. Ja. Nein, es ist reine Gnade. Gott hat sich selber hingegeben, er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben, damit er uns retten kann. Das Einzige, was wir machen müssen, wir brauchen nur unser Leben übergeben und an ihn glauben vom Herzen, dass er das getan hat und wieder auferstanden ist von den Toten und wieder auf dem Thron Gottes sitzt. Ja, bis hierhin erstmal soweit spitzt es sich zu. Und ich bete für euch, falls ihr wirklich noch nicht umgekehrt seid, kehrt um, tut Buße, heißt Metanoia, erneuert euren Geist, findet wieder zurück zu Gott, so wie er in der Bibel steht. Nichts hinzutun, nichts wegtun. Kein aufgestiegener Meister. Nein, Gott selber hat sich dahingegeben, für uns, damit er uns rettet. Okay, bis dahin, alles Gute.